In welchem Land ist Papa jetzt? In Belgien. Und Belgien ist? Das schönste Land von der Welt. Und wo bin ich jetzt? In Frankreich. Das ist ein Land von Riesen. Von Riesen, voll Idioten. Ja, exakt. Ich werde alles dafür tun, um die Invasion der Camemberts in mein Land zu verhindern. So kurz vor der Öffnung der Grenzen kommt Ihr antifranzösischer Dienst einfach sehr schlecht an. Antifranzösisch? Ich? Nein, ich bin der frankophilste Belgier, den es gibt. Ich sag deinem Bruder, er soll sich locker machen. Verzieh dich. Versuch nett zu ihm zu sein. Können wir nicht einmal nett zueinander sein? Nur einmal. Hör ich noch einmal belgischen Akzent bei dir, polier ich dir die Fresse! Ich schwör's, das war kein belgischer Akzent. Ach nein? Einmal, einmal? Das wär belgisch. Ich bin eine Waffel. Nur eins kann ich besser, das sind Fritten. Du dreckiger Franzacke! Weiß mein Vater Bescheid? Nein. Und mein Bruder? Aber nein. Lieber Gott, mach, dass es nie ein grenzenloses Europa gibt. Niemals! Pardon. Ohne Zoll und ohne Geschäfte hält dir keiner mehr an. Das ist das beste Angebot seit 6 Monaten, Madame Anus. Janus, mit J, wenn ich bitten darf. Jacques! Ja, mein Blütchen? Nicht die Franzosen machen mir Sorgen. Eher die Drogenschmuggler. Zeig mal ein unschuldiges Gesicht. Also bitte, das ist nicht unschuldig, das ist komplett debil. Ich weiß nicht, wie ein unschuldiges Gesicht geht. Ich bin schon von klein auf schuldig. Lass dich nicht erwischen, ja? Das ist besser. Wir brauchen einen Freiwilligen für eine gemischte Einsatzbrigade. Meine Frau? Französisch-Belgisch. Ich melde mich freiwillig. Nein, alles nur nicht das, Chef. Bitte nein. Ab ins Auto, meine Herren. Wir müssen ein starkes Zeichen für das Europa von morgen setzen. Es ist grotesk. Matthias, was machst du mit meinem Bruder? Ich will sein Freund werden. Du kleiner, dreckiger Scheißfranzose! Gib Gas! Es ist wichtig, dass dieses internationale Experiment ein großer Erfolg wird. Na, das fängt ja gut an. Nichts zu verzollen. Ab 30. Juni überall im Kino.